Der Platz des Westfälischen Friedens. Im Herzen Münsters wird hier seit 1998 an den Westfälischen Frieden erinnert, der vor 370 Jahren den 30-jährigen Krieg beendete. Passend zu dem gleichnamigen Historienspiel Vivat Pax gab es vom 5. Oktober bis zum 2. November eine Ausstellung mit Kunstwerken zum Thema Frieden zu besichtigen. Christopher Görlich war Kurator der Ausstellung. Der Raum, den er dafür wählte, diente während des Historienspiels im März als Garderobe für die Schauspieler. Viel zu schade, wenn er danach leer stünde, fand Herr Görlich. Unsere Idee für diese Ausstellung war, wir wollten jetzt moderne Künstler einladen, sich mit diesem Thema, mit diesem alten Thema auseinanderzusetzen, um so vielleicht auch neue Blicke zu eröffnen und vielleicht auch einen kleinen Beitrag dazu leisten, dass es vielleicht auch irgendwann mal ein bisschen friedlicher auf dieser Welt zugeht. 18 Künstler von 11 Kunstgruppen stellten hier ihre Kunstwerke zur Schau. Für einige Künstler spielte vor allem das Internet eine große Rolle bei der Auseinandersetzung mit dem Thema Frieden. Wir haben das Ehepaar Becker hier in der Ausstellung. Wir haben dort ein Kunstwerk, was beides zusammenfügt, wo der Mann die Statuen geschaffen hat und die Frau das Foto im Hintergrund. Wir haben ein beeindruckendes Kunstwerk von Andreas Laugesen, was dort hängt. Es zeigt den Hirtenbrief der Bischofskonferenz aus dem Jahre 1983 und der ist aufgeschrieben auf so Textbändern. Es ist ein tolles Ereignis, durch diese Textbänder hindurchzugehen und man begreift, wie man sich auch in Worten über den Frieden und über Krieg und Frieden verlieren kann. Und am Ende bleibt man etwas ratlos zurück, weil über Frieden ist so viel geredet worden und am Ende hat es doch so relativ wenig gebracht. Und deshalb ist das ein sehr beeindruckendes Kunstwerk. Neben diesen Installationen gab es auch Gemälde, in denen die Künstler Krieg und Frieden darstellen. Auf kooperative Weise verarbeitete auch die Gruppe Part 96 dieses Thema. Unter anderem ist Part 96 hier vertreten in der Ausstellung. Sie sehen hinter mir diese Stelen, die dort stehen. Das sind 7 Stelen. Jede einzelne Stele wurde von einem Künstler erstellt, sodass wir dort also 7 Künstler in einem Gemeinschaftskunstwerk von Part 96 haben. Hinter mir hier im kleinen Waltraut Kleinsteinberg. Waltraut Kleinsteinberg zeigt solche Schneebilder. Und einerseits sind dort Märchenmotive dargestellt, andererseits aber auch Schlagzeilen aus den Kriegsgebieten dieser Welt, aus der aktuellen Zeit. Man soll sie in die Hand nehmen, man soll sie schütteln und in den Märchen, da rieselt der Schnee und es geht am Ende gut aus. In der Wirklichkeit geht es selten gut aus und deshalb bleibt am Ende nur das Leid und die Kriegszerstörung. Ob es in Zukunft weitere Ausstellungen in diesem Format geben wird, ist unklar. Herr Görlich ist jedoch überzeugt, eine Möglichkeit zu finden.